Hallo und willkommen zur weiteren Episode. Wir gehen jetzt durch das Tor. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade am Hafen der Welten. Willkommen am Hafen der Welten, Fluffilan. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkel dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte in Dreamlight Valley, die du noch nicht besucht hast. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf die Abenteuer und Entdeckungen, die du da draußen auf mich warten. Ist es hier sicher? Kann ich immer wieder hierher zurückkommen? Natürlich, Fluffilan, im Handumdrehen. Und die Dorfbewohner können dich überall besuchen, wo du hingehst. Bis zur Unendlichkeit und viel weiter. Ganz genau, das ist die richtige Einstellung. Wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eins der Transportmittel, die hier auf dich warten. Ich wage es zu behaupten, dass sich der Hafen der Welt mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten und Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb des Dreamlight Valleys entdeckst. Die Möglichkeiten sind endlos. Expeditionen warten auf dich. Okay, wir haben den Hafen der Welt. Aha. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das hier machen, ne? So, sollen wir denn hier mit reisen? Wait a minute. Ist das jetzt nicht das DLC? Da ist auf jeden Fall auch ein Capybara. Die Diamanten sehen ja geil aus. Endlich bist du da. Willkommen auf der Insel der Ewigkeiten, Fluffilein. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht täuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden, aber es lauern auch viele Gefahren. Ein bisschen Gefahr schreckt mich nicht ab. Hüte dich vor Selbstüberschätzung, Fluffilein. Das kann dich teuer zu stehen kommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das tiefer in die innere Insel führt. Es ist nahe der gelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch die seltsame Formation versperrt ist, die auf dem Boden ragen. Sie sind wunderschön. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deiner Dreamlight-Magie nichts entgegensetzen können. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Genau wie ich die Nachtdorn in Dreamlight Valley entfernt habe. Verstanden? Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du mich an deine Geräte kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch weiteres. Mach den Weg frei und sprich dort mit mir. Okay, das machen wir aber später. Weil wir spielen erstmal das Hauptspiel durch, bevor wir das DLC spielen. So. Dann. Nein, so. Okay, dann machen wir die Story-Aufgabe erstmal weg. So, hier kommen wir gerade nicht frei. Weiter. So, wir können dann... Aha.
Gute Nacht, schlaf gut und träum was Schönes. Denk dran, heute Nacht werden es nur 13 Grad. So. Guck mal, wir brauchen noch weiße und rotfarbene Bartfarben. Wo gibt es die denn nochmal? Nee, nicht Zutaten, sondern Blumen. Sammeln. Blumen. Das Spiel ist ja voll buggy. Ich suche jetzt noch den bartfarbenen Blumen-Dingster-Wumster. Ich weiß nicht, ob der das ist, aber wir probieren es einfach. Perfekt, wir haben eine Quest erledigt. Wow, sieh dir die wunderschönen Fotos des Tals an. War das recht, Fluffylein? Du bist sehr kreativ. Das sieht doch schon mal nach einem guten Anfang aus. Perfekt. Der geht automatisch wieder auf die Story-Aufgaben. So, und wieso geht das hier jetzt irgendwie nicht? Ziele Fortschritte für Merlin. Okay. Ich brauche Traumscherben. Ah, Moment, ich habe die doch in meinem Zuhause, ne? Dann holen wir die Traumscherben. Schon wieder vor. Das kann man direkt reparieren. So. Sorry. Ich entschuldige mich beim Boden, dass ich. Genau, wenn ich jetzt hier das hier wegmache, diese Kiste. Wieso kann ich die Kiste nicht bewegen? Was kann ich eigentlich machen mit dieser Kiste? Kann ich reinstellen, geil. So, habe ich irgendwas Neues?
So, Apfel und Himbeeren kommen raus. Dann gucken wir mal drinnen und holen die Nachtscheiben raus. So. Und zwei Klappmäuse, komm. Und die Sachen hier können wir verkaufen. Dann öffnen wir doch mal die Kleider. Backt schon ein bisschen, ne? So, jetzt machen wir zu Merlin. War da nicht eigentlich mal irgendwann unser Begleiter? Mal gleich wieder zu. So. Hallo, hier bin ich. Hallo, Dagobert. So. Merlin, wo bist du eigentlich schon wieder? Da oben am Hauptplatz. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Dann, wir haben viel zu tun. Bravo, du hast Traumscherben gesammelt. Das ist Rohmaterial der Magie. Jetzt musst du sie kombinieren, um ihre Kraft freizusetzen. Tu dies an deiner Werkbank. Das klingt so einfach. Magie ist ein Akt der Erschaffung von etwas Neuem aus dem, was vorher etwas da war oder auch nicht. Genau wie die Herstellung eines Gegenstands auf der Werkbank. Natürlich gibt es verschiedene Methoden der Magie. Mit Zauberstäben, Wahrsagen, Alchemie, Eismagie. Alles okay, Buddies? Okay.
Was auch immer Ursula macht. Aber ich denke, diese Methode ist am besten für dich. Außerdem für eine, für die du eindeutig eine Begabung hast. Melde dich bei mir mit den Ergebnissen. Dorfbewohner, ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. So, Moment, ich muss in die Richtung, meine Wohnung. Mann, der kann so schnell sein. Oder ich bin einfach so langsam. Merlin? Ah. Wollte das Ding schon wieder. Fluffilein, wie schön dich zu sehen. Nun sag mir, was hast du aus den Traumscherben gemacht? Ich habe sie kombiniert und Dreamlight bekommen. Reines Dreamlight, faszinierend und etwas unheilvoll. Du hast die Traumscherben in den Nachtdornen gefunden. Das bedeutet, nun kannst du erkennen, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Dornen aus Dreamlight gemacht sind. In der Tat. Wie alles im Tal. Aber die Nachtdornen sind wie Unkraut, das sich von einem zerbrochenen Traumscherm ernährt und unser Zuhause verschlingt. Die Nachtdornen sind viel unheimlicher, als ich gedacht hatte. Wir müssten mehr erfahren. Vielleicht kann man das Studium anderer Pflanzen im Tal einige Erkenntnisse bringen. Es wird dir beim Sammeln von Früchten und Kräutern auf dem Hauptplatz sowie auf der Wiese helfen. Und vergiss, und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Okay, gut. Sachen haben wir ja auch schon alle brav gesammelt. Möchtest du einen Apfel? Nein, möchtest du nicht. So, Löwenzahn, Gänseblümchen und Banane. So, meine Blumen sind ja in meinem Haus. So, Blumen. So. Was ist das Gänseblümchen? Und Löwenzahn. Merlin, was du gefunden hast. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder Merlin suchen, ne? Da unten, okay. Merlin?
schläft. Ich will ihn jetzt nicht wecken. Hier bin ich. Guten Morgen. Wir müssen so reden. Möchtest du dies weitergeben? Und geben. Tada! Du bist hier. Schön. Eine schöne Auswahl an mystischer Flora. Ausgezeichnete Arbeit, Flurfilein. Nun werde ich sie mir mit einem Zauber für die Gießkanne verweben. Wenn alles gut ist, kannst du dann einige ziemliche, lästige Pilze sofort und vollständig vernichten. Kann man mit diesem Zauber verhindern, dass nach Dorn wachsen? Sehr scharfsinnig. Das ist etwas, worauf wir hoffentlich hinarbeiten können. Wende diese Verzauberung aber noch nicht für die Nachtdornen an. Es wird keine Auswirkung auf magische Pflanzen haben. Wir sollten mit den Pilzen beginnen. Danke, sehr freundlich. Das ist dein Traum, weißt du? So. Nur du kannst helfen. Oh, Hallöchen. Nun, dies ist ein Test. Spät, die Verzauberung ist also nur vorübergehend. Gieße den Pilz mit der Gießkanne auf der Wiese in der Nähe des Eingangs zur Lichtung des Vertrauens. Ich hätte selbst nicht besser geil. Ich krieg eine neue Gießkanne. Geil. Ich hab dir mal kurz das Licht ausgemacht, Merlin. Sorry, aber wir haben schon den... Juhu, die Verzauberung hat diesen lästigen Pilz entfernt. Ich werde nun daran arbeiten, sie dauerhaft in deiner Gießkanne zu verankern. Sie wird bald noch nützlicher sein. Perfekt! Super! So, das heißt, das haben wir erledigt. So. Jetzt sprechen wir mal mit Dagobert Duck. Wo ist er eigentlich schon wieder? Ach ja. Da hinten. Können wir nicht kraften da? Ach, da hinten. Sag mal, hast du meinen Freund oder nicht gesehen? Wieso geht das noch nicht? Ich habe einen Job für dich. Sei gegrüßt, Nachbar. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Schatten und Schleifen. Fluffilein, bist du hier, um etwas zu kaufen? Sag mal, was ist deine Lieblingserinnerung von Minnie? Meine Lieblingserinnerung? Nun, sie war immer eine großartige Kundin. Mit erstklassigem Geschmack. Sie bewundert einmal meinen Armstuhl mit Tartanmuster. Das hat mein schottisches Herz erwärmt. Ich muss mich jetzt um wichtige Geschichte kümmern, aber gib mir Bescheid, wenn du sie findest. Das werde ich. Danke. Hallo, auf Wiedersehen und bis bald. So, und ja, wo ist jetzt Mickey? Muss mal wieder Mickey suchen. Ach, da kommt er ja gerade runtergelaufen. Hallo. Oh, so viel ein. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich hoffe, Minis Schleife hat genug Erinnerungen, um sie zurückzubringen. Merlin meint, dass wir die Erinnerung mit Dreamlet aktivieren können. Lass uns zum Wunschbrunnen gehen. Die Magie des Brunnens sollte sie aktivieren. Bis ganz bald. Sorry, Bunny. Ich muss gerade Mickey hinterherrennen. Wir holen jetzt Mini zurück. Gut, dass du hier bist. Hallo, kannst du mich hören? Oh je,
Ich sehe dich nicht besonders gut. Minnie! Wo bist du? Ich bin an einem seltsamen Ort, der keine Farben hat. Es fühlt sich vertraut und doch so fremd an. Bitte sag Mickey, dass ich in Sicherheit bin. Ist er hier? Ich kann ihn nicht sehen. Mickey! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Minnie, bist du es? Geht's dir gut? Endlich höre ich deine Stimme. Also ja. Oh, Mickey, ich möchte nach Hause. Ich habe alles versucht, aber nichts hat funktioniert. Ah. Wir kriegen das schon hin, Minnie. Denke weiter ans Dorf und an uns. Das werde ich. Ich vermisse dich und alle unsere Freunde so sehr. Mickey? Mickey? Ich kann dich nicht mehr hören. Minnie, ich bin hier. Hast du mal kurz Zeit? Hey du! Minnie? Minnie! Oh nein, ich glaube, sie ist weg. Es war schön, ihre Stimme wieder zu hören. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, die Schleife hatte keine Magie mehr oder Erinnerungen. Ich muss mit Merlin darüber reden, was ich als nächstes machen sollte. Aber es ist schön, ihre Schleife zu haben. Ich glaube, ich behalte sie für eine Weile. Nächste Quest vollständig. So. Wie wär's mit einem Spitzchen? Sie, Arme, zu Besuch ist, nachdem mich aus der schrecklichen Höhle befreit hat. Leider ist nichts im Tal vergleichbar mit meinem Zuhause vor Tritons Palast. Mein kleiner Seegarten ist jetzt wohl nur ein Traum. Außer du könntest mir helfen. Ich biete dir... etwas anderes. Ein andermal, ein Zuhause vor Preis. Ein Zuhause für einen Preis. Schon das wärst du nicht so schwach, wie ich dachte. Na gut, du willst also mit den großen Fischen schwimmen. Dann lass uns eine Abmachung schließen. Gib mir ein Haus am Strand und hilf mir bei einer Besorgung. Dann gebe ich dir genau das, was du verdienst. Danke, Seeherzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Da bist du ja. Endlich. Bedrückt dich etwas? Fluffilein. Genau die Person, die ich sehen wollte. Ich brauche ein offenes Ohr, Schätzchen. Was ist los? Ich habe die Nase voll von einem gewissen Besserwisser mit spitzen Hut und langem weißem Bart. Warum bist du von Merlin genervt? Dieser windige Mensch belehrt mich ständig über den richtigen Gebrauch von Magie. Als ob er eine Lektion in magischer Etikette bräuchte. Uff, jetzt schäume ich gerade vor Wut. Achte nur darauf, dass du mir diese pompöse Seepocke vom Hals hältst. Auf Wiedersehen, Liebes. So, da haben wir was erledigt. Ach, da bist du ja, Fischlein. Was möchtest du denn geschenkt haben? Das habe ich ja alles noch gar nicht. Kann ich dir sonst irgendwas geben? Oh, egal. Ja. Danke, Fischlein. Du bist so ein Schatz. Oh. Da bist du ja. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Goofy, ich will dort nicht... angeln, aber okay. So, Mickey. Oh, ich freue mich so, dich hey, zu sehen. Du.
Mir gefällt dir das Dorf. Das Dorf sieht toll aus. Du leistest tolle Arbeit, Fluffy. Allein hätte ich das nicht geschafft. Meine Güte. Das bedeutet mir sehr viel, wenn es von dir kommt. Bis bald. So. Na, wer sagt's denn? Hallo. Ich habe etwas für dich. Tomate. Das haben wir wirklich. Katschen. Oh. Oh, Junge, das ist schön. Hallo. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht reden. Bis ganz bald. Katschen. Katschen. So. Warte mal. Wir müssen noch ein Bild machen. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hä? Mein Charakter hat sich einfach umgedreht. Der läuft einfach weiter. Junge, ich wollte ein Bild machen. Chill doch mal. Was machst du? Hallo, hier bin ich. Das ist ein lustiges Bild. Ach, die haben gerade posiert mit mir. Perfekt. So. Na dann, wir haben viel zu tun. Sei gegrüßt. So, Dagobert, was möchtest du? Ich werde Möbel besorgen, um... Oh ja. Was? Ich hab grad überhaupt nicht zugehört. Und bis bald. Achso, ich muss den schillernden Strand machen. Ah, okay. Aber. Hallo. Was willst du? Jo und Topas. Oh. Freundlichen Dank. Jetzt komm schon. Oh, verflixt. Alles kompliziert. Ein mystisches Chaos. Was ist los, Merlin? Nichts. Oder besser gesagt, alles. Ich will ein Experiment durchführen, aber es klappt einfach nicht. Simsalabim war schon immer eine effektive Variante von Simsalabim. Es klingt, als bräuchtest du eine Pause. Simsalabim, Simsalabim. Das wird zu hoch. Wann hast du zuletzt gegessen? Etwas gegessen? Hä? Essen? Vielleicht Dienstag? Hör auf zu arbeiten. Ich besorge dir etwas zu essen. Sieh, ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Du machst das sehr. Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Blaue Hortensie. Oder eine Traumscherbe. Okay. Wir brauchen eine blaue Hortensie oder eine Traumscherbe. Das haben wir. Danke, sehr freundlich. Wait, what? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Nein! Ich habe gerade Premium gekauft. Eigentlich wollte ich das jetzt irgendwie nicht. Ja. Ha. Das ist jetzt doof gelaufen. Ah, egal. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. So, Traumscherbe. Ja, es hat nicht. Das Spiel ist echt buggy. Also, hat nichts geladen. Ich habe einfach nur A gedrückt und auf einmal zack, gekauft. Nicht so, was habe ich überhaupt gekauft? Vor allem, das Event endet in 10 Tagen, aber ich bin ja die nächsten 2 Tage ja nicht mal da. Es lohnt sich einfach gar nicht.
So. Erfahrung hast du gekauft. Ah, danke, danke. Die hätte ich verzichten können. So, blaue Hortensia. So. Aber wieso ging jetzt gerade der Löwenzahn und das weiße Gänseblut? Achso, warte mal, den muss ich noch rüber machen. Den haben wir ja neu geholt für... So. Aber wir haben noch zwei Kleidersäcke, fällt mir gerade ein. Und jetzt kann ich wieder mein Inventar zugreifen. Benutzen. Okay, was haben wir uns? Schönes. Lederschuhe! Das nenne ich mal nice. Und? Eine graue, runde Drahtbügelbrille. So. Dann, wo ist er denn jetzt? Oh, warte mal, ich kann hier wieder gießen. Wo ist Merlin schon wieder? Oh Gott. Wieso ist der jetzt da oben? Merlin, ich habe deine blaue Tänze. Sei gegrüßt, meine Liebe. Ich habe was für dich. Hier. Eine blaue Tänze. Mein Lieber. Einen Moment, bitte. Perfekt. Merlin ist Level 7. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Mal sehen, wie der goldene Türknopf auf deine guten Taten reagiert hat. Aha, hervorragende Arbeit, Fluffilein. Wir kommen der Sache näher, aber wir brauchen noch mehr Dreamlight. Was kann ich tun? Der beste Weg, mehr zu erschaffen, besteht sich darin, sich um das Dorf zu kümmern. Wenn du eine Erfahrung brauchst, was du tun kannst, vergiss nicht, im Brunnen auf dem Hauptplatz zu schauen. Wird gemacht. Ich komme später bei dir vorbei. Danke, sehr freundlich. So. Wie, Bringe Merlin das Dreamlight. Achso, habe ich ja schon. 500 Dreamlights. Ja, zack. Ciao. Fantastisch, Fluffilein. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Mini Cassita ist jetzt bereit für die Rückkehr ins Tal. Du musst dich nur noch entscheiden, wo Mirabelle wohnen soll. Und schon erscheint sie. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Platziere Mini Cassita im Dorf. Aber wo ist Mini Cassita? Im Dorf? Also, hä? Ich check's nicht. Man, ist es jetzt so, als ob ich jetzt ein Haus hier drin habe, oder was? Oh, ja, tatsächlich ist es. Warte mal. Häuser können immer nur in einem Dorf platziert werden. Häuser, die in anderen Dorf stehen, können ohne Kosten ins aktuelle Dorf versetzt werden. Junge, ist das riesig. What the fuck? Warte mal, ich muss erstmal rausscrollen. Holy moly. Ja, wo soll... Hä? Wo soll ich das jetzt hin platzieren? Man muss sich erstmal irgendwo alles freiräumen.
Da steht irgendwas im Weg, oder was? Was ist das? Ernsthaft? Da steht ein Steinchen im Weg. Oh nein, wie süß. Und noch ein bisschen Kräuterchen. Oh nein. Aber eigentlich hätte ich es gern irgendwo am Rande. Aber ich... Was ist das hier eigentlich? Machen wir es hier irgendwie dazwischen? Kann hier irgendwie mehrere Sachen wegmachen? Räumen wir einfach erstmal nur auf. Mit dem Baum hier. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, raus zu. Okay. Eins, zwei, da sind noch ein paar Sachen. Muss ich das jetzt zuppeln oder was? Warte mal, da. So, warte mal, nein, jetzt. Wir haben es gleich. Ach, oder auch nicht. Der Baum geht nicht weg. So, und das müssen wir noch irgendwo am Strand machen, ne? Hier so dazwischen, oder? Passt ja auch da, ne? Achso, ne, das ist Abgang. Heiße Mirabelle, willkommen.
Wow, kann mein Charakter ein bisschen enthusiastischer gucken? Entschuldigung. So. Hi, Mirabel. Hey. Ach, wo bin ich? Wie lange habe ich geschlafen? Oh. Moment. Bin ich wieder zurück im Tal? Sieht so viel besser aus. Und jemand hat all diese Dunkelheit vertrieben. Ja. Du musst diejenige sein, die das getan hat. Wer liebt dir das? Ich bin so froh, wieder da zu sein. Wo warst du? Ich bin mir nicht sicher. Es war seltsam und alles sah aus, als wäre es in der Zeit eingefroren. Ja, bin ich aufgewacht, um ein Glas Wasser zu trinken, aber ich war so müde, dass ich gleich wieder ins Bett gegangen bin. Ich nehme an, dass ich dir dafür danken sollte, dass du mich zurückgebracht hast. Gern geschehen. Irgendwas sagt mir, dass wir gute Nachbarn sein werden. Wow, ich bin so glücklich, in dieses Tal zu sehen. Vor dem Vergessen war es voller Freunde, Glück und viel Lachen. Alle haben sich gegenseitig geholfen, genau wie in meinem Encanto. Es hat mir sehr wirklich gut gefallen. Deshalb war ich so traurig, als ich sah, wie alle anfingen zu vergessen und zu gehen. Dann legte sich auch noch diese Dunkelheit über alles. Aber jetzt ist die Dunkelheit verschwunden und das Dreamlight leuchtet wieder auf alles und ich bin zurück. Ich kann jetzt schon sagen, dass du hier Erstaunliches leistest und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Ka-ching. So. Okay, gut. Dann können wir uns das nächste Mal Mirabels Aufgaben kümmern. Gehen jetzt noch mal ein paar Sachen. Wir haben ganz schön viele Himbeeren. Hallo Max. Hallo Piper. Sorry. So. Okay, das. Die haben wir gar. Hä, wo sind die denn hin? Ah, doch, habe ich. Ich bin so. Die hier fehlen noch. Tomaten haben wir. Kaum welche? Wo sind meine ganzen Tomaten hin? Banane. So. Strandsachen haben wir eigentlich gerade aktuell keine. So, ein paar Blümchen. Warte mal. Blaue müssen aber auch rein. Oh nein, mein Blumenlager ist schon wieder voll. So. Jetzt können wir die Himbeeren. Das gehen wir noch verkaufen. Und dann gucken wir noch, ob wir doch die Tomaten anpflanzen und dann gehen wir schlafen. So.
Nee, Moment. Das sind ja gar nicht die Tomaten. Das war jetzt ein bisschen lost. Hier muss ich ja eigentlich Karotten. Ach, egal, wir pflanzen jetzt die Tomaten an. Das ist... Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Ich habe heute schon reingeguckt. Jetzt haben wir nämlich auch gleich wieder ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Mich jetzt gerade erschrocken. So, wir hatten das einfach A gedrückt. Und Piper, wann gehst du schlafen? Okay. Energie ist gleich schon wieder leer. Das heißt, wir essen ein bisschen. Oder auch nicht, weil man mit Taschen wieder backt. Nein, wie süß. Oh, wie schön. Genieß es doch. Oh, magst du mir eine Tasche mitbringen? Wenn du so eine 30-jährige Edition von Disneyland Paris findest. Ich will die haben. Achso, du bist schon wieder da. Also heute Morgen noch durchgelaufen. Ach so. Sorry, ich habe nur Disneyland gelesen und dann war alles. Schade, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich bereue es nämlich, dass ich mir dort die Tasche passend zu dem Haarreif nicht gekauft habe.
So, ich wollte das noch gießen und verkaufen, genau. So. Goofy, Arbeit. Wen hast du dort? Den habe ich. Ah, oh, schade. Okay. So, verkaufen. Perfekt. Katsching. So. Schade. So. Dann danke ich mich recht herzlich fürs Zusehen von Disney Dreamlight Valley und wir sehen uns. Da oben ist Donald. Oder war es Minnie? Jetzt ist es weg. Verdammt. Okay. Dann in der nächsten Folge.